begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen Frisch auf Göppingen. Zur Halbzeit stand es 11:13. Das Endergebnis lautet 24:25. Bester Werfer auf Seiten der Erlangener war Christoph Steinert mit 6 Toren. Bei den Gästen aus Göppingen traf Zelenovic 7-mal. Ja, auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich den sportlichen Leiter von Frisch auf Göppingen, Christian Schöne, den Trainer von Frisch auf Göppingen, Hartmut Meierhofer, unseren Cheftrainer Adal Sein-Ejofsson und unseren Geschäftsführer René Selke. Ja, wie immer geht die erste Frage an den Gästetrainer. Herr Meierhofer, wie analysieren Sie das Spiel? Ja, guten Abend. Ich bin natürlich sehr zufrieden. Wir haben in der ersten Halbzeit sind wir 3 Tore Rückstand hergelaufen, der aber in meinen Augen dadurch bedingt war, dass wir unsere Chancen nicht gemacht haben. Und da war es aber wichtig, dann sofort wieder zurückzukommen. Und ich finde, das hat die Mannschaft sehr, sehr stark gemacht, hat sich nicht entmutigen lassen, hat sehr abgeklärt weitergespielt und wir gehen mit 2 Toren Vorsprung in die Pause. Zweite Halbzeit haben wir 3 Tore Vorsprung, haben eine Überzahlsituation, die wir nicht genutzt haben. Ich finde, wir hätten das Spiel durchaus ein bisschen früher eine andere Wendung geben können. Und dann wird es natürlich nochmal relativ eng, war ein Kampfspiel, war sehr intensiv. Und ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass wir am Ende den kühlen Kopf bewahrt haben und die Mannschaft auch diese beiden Punkte mitgenommen hat. Dankeschön. Adli, wie lautet dein Fazit zum Spiel? Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht am Endeffekt, als Verlierer aus diesem Spiel halt rauszugehen, weil ich glaube, wenn man die zweite Halbzeit sieht, dass meine Mannschaft alles reingeworfen hat, hat sehr, sehr gut gekämpft, sehr ja, eindrucksvoll halt sich in diesem Spiel halt reingeworfen. Ich glaube, wo wir diesem ersten Halbzeit, wo wir mit 3 Toren führen, haben wir auch die Möglichkeit, in 4 Tore Führung zu gehen. Da spielen wir halt leider 2-mal die zweite Welle nicht so konsequent genug halt raus. Und dann kippt, finde ich, das Spiel einfach, was mein Kollege gesagt hat, dass die Chancen nicht genutzt geworden sind. Das war dann auf der anderen Seite genau das Gleiche. Wir haben eigentlich gute Chancen rausgespielt, aber Primož Prost hält in den Phasen die letzten 10 Minuten, glaube ich, 6, 7 sehr gute Wurfchancen. Und da kippt das Spiel ein bisschen und auch während die Unterzahl nicht gut genug da hatte, verteidigt haben. In der zweiten Halbzeit waren sehr, sehr viele knifflige Situationen heute, muss ich sagen, wo ich nicht unbedingt mit einverstanden bin. Muss man sich jetzt genauer jetzt nochmal analysieren. Aber ich glaube, ich wäre zufrieden, wenn ich solche Leistungen auswärts auch bekommen würde von den zwei Herren. Aber letztendlich, ich muss meine Mannschaft loben heute für ihren Einsatz, für den Wille, für den Kampf. Am Endeffekt scheitern wir, wenn man nur auf die Statistik oder nur auf das, dann scheitern wir halt wegen unserer Wurfquote in 6-Meter-Bereich oder halt auch in Nahzone, halt die Rückraum. Dankeschön. Danke, Adli. Herr Schöne, wie lautet Ihr Fazit zum Spiel? Ja, auch ich bin natürlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben nach einer holprigen Anfangsphase und dem 3-Tore-Rückstand da in der Phase, glaube ich, auch noch die rote Karte vom Ivan Sliskovic wegzustecken gehabt und das hat die Mannschaft bravourös gemacht. Das ist auch eine Situation, wo sicherlich dann irgendwie bei so einem erfahrenen Spieler, den wir da verlieren, ein Bruch reinkommen kann. Aber da haben wir uns zurückgekämpft, haben nach -3 gehen wir dann mit +2 in die Halbzeit und in der zweiten Halbzeit führen wir eigentlich die ganze Zeit bis auf ein paar Unentschieden, haben dann ein paar Mal die Möglichkeit, aus einer 3-Tore-Führung sogar auf 4-mal wegzugehen. Das schaffen wir nicht und dann kommt in einem, wie ich finde, recht zerfahrenen Spiel Erlangen natürlich noch mal ran. Dann wird es extrem eng und natürlich ist es hinten raus, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ein glücklicher Sieg für uns, der auch hätte anders oder das Ergebnis hätte auch anders ausfallen können dann in der Schlussphase der entscheidenden Kleinigkeiten. Und ich kann nur sagen, jetzt nach 4 Spieltagen, jetzt wo wir ein Auftaktprogramm haben mit Berlin, Flensburg, Hannover und jetzt in Erlangen, dass wir da mit 6-2 Punkten rausgehen, ist für uns ein sehr, sehr guter Saisonstart und da können wir sicherlich jetzt drauf aufbauen und sind aber auch froh, dass wir jetzt eine Woche Zeit haben, um uns aufs nächste Spiel vorzubereiten. Dankeschön. René, was sagst du zum Spiel heute? Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Erstmal Glückwunsch an Göppingen zum Sieg. Ich glaube, es wurde gerade schon richtig gesagt, mit Sicherheit am Ende auch ein bisschen glücklich, wobei wir ja auch klar sagen müssen, wenn wir hier gewinnen wollen, müssen wir einfach auch die Chancen reinbringen. Aber ich glaube, kämpferisch hat die Mannschaft heute eine super Leistung absolviert, haben uns
trotz den beiden roten Karten immer wieder ins Spiel zurückgekämpft. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Göpping dieses Jahr mit Sicherheit auch zu den vorderen Mannschaften der Liga gehören wird. Nicht umsonst, wurde es ja auch gerade schon gesagt, haben sie Berlin und Hannover auch schon besiegt. Also ist es umso bitterer, dass wir so eine super Mannschaft nicht am Ende einen Punkt abnehmen konnten. Ich glaube, er wäre nicht unverdient gewesen. Dementsprechend ja, müssen wir jetzt trotzdem versuchen, das Positive rauszuziehen und uns am Donnerstag gegen Minden vielleicht auch diesen Punkt wieder zurückzuholen. Insgesamt, glaube ich, war es trotzdem, ja, auch wenn es ein negatives Ausgang hatte, ein super Erlebnis, eine super Stimmung. Bis zum Ende haben wir alles nochmal in die Waagschale geworfen, eine super Unterstützung von den Rängen gehabt. Deswegen glaube ich, wenn wir an diese Leistung anknüpfen können, dann werden wir hier auch wieder sehr erfolgreiche Spiele sehen und ja, trotzdem jetzt mit erhobenen Hauptes hier rausgehen und in den nächsten Spielen einfach daran anzuknüpfen. Und dann werden wir auch wieder Siege und Punkte für den HC Erlangen sehen. Dankeschön. Danke, René. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse und dafür müsste ich Sie bitten, einmal das Mikrofon durchzureichen. Adli, ich denke, die Mannschaft hat die Leidenschaft, die du ja vorher eingefordert hast, gezeigt. War es nicht dann am Ende auch so, dass die Göppinger schlichtweg abgezockter waren? Vor allem was Fouls provozieren und dergleichen? Ich glaube, die hatten heute dann eine große Sicherheit. Woher er kam, muss man sich da nochmal fragen. Aber ich fand, die haben sehr viele zwei Doppelschanzen bekommen in die Situation, wo die immer wieder Freiwürfe halt bekommen haben in ein paar Situationen, wo wir die Bälle nicht. Das kann sein, dass das Abgezocktheit ist in der Phase. Das muss man sich einfach in Ruhe nochmal analysieren. Ich habe viele Aktionen heute, wo die Abgezocktheit nicht unbedingt mehr bei Göppingen war, sondern einfach der kleine Unterschied zwischen Kontakt, Freiwurf und Nicht-Freiwurf. Da waren 4, 5 solche Aktionen. Aber letztendlich, die haben das ruhig gemacht in einer hitzigen Atmosphäre. Keine Frage, eine sehr erfahrene Mannschaft mit vielen, vielen Nationalspielern auf verschiedenen Ländern. Also das ist ja klar, dass die sehr erfahren und ruhig bleiben in solchen Situationen. Der Unterschied war denkbar knapp, was die Ergebnis auch zeigt. Und da entscheiden Nuancen und Kleinigkeiten in solchen Spielen. Und leider für den negativeren Ende vor HC Erlangen heute. Also wir haben nach dem Spiel gegen den BHC gesagt, man kann sicher auch verlieren gegen Göpping, aber das Wie ist auch wieder entscheidend. Jetzt hat heute die Mannschaft, wie ich finde, doch eine Reaktion gezeigt. Ist das das, was du auch sehen wolltest? Kann man da sich vielleicht ein bisschen was Positives rausziehen, trotz jetzt der Niederlage, dass einfach der Kampf, die Leidenschaft, die Aggressivität jetzt da war, die du zuletzt vermisst hast? Hundertprozentig. Wir haben, was ich auch gesagt habe, so die Jungs, die haben alles reingeworfen in die zweite Halbzeit. Die haben sehr viele Nackenschläge weggesteckt, haben immer wieder zurückgekommen. Und am Endeffekt ist das einfach sehr schade, dass wir uns heute dafür nicht belohnen und dass man halt so mit einem bitteren Beigeschmack aus diesem Spiel rausgeht. Ich habe gerade mit Christoph Steinert gesprochen, der sagt, das Foul, die dritte Zeitstrafe gegen Overby, das war eigentlich sein Foul. Schäfer, wie hast du die Situation gesehen, die rote Karte und die allerletzte Aktion, das Tor würde mich auch interessieren, wie du das gesehen hast, war das Stürmerfoul, war das kein Stürmerfoul, wie war es aus deiner Sicht? Das sind drei große Entscheidungen, die sind leider alle gegen uns gefallen in der Phase. Und wie gesagt, da muss man einfach die Linie halt anschauen, wie das Spiel gepfiffen ist. Und ich will diese Szenen nicht jetzt großartig irgendwie kommentieren oder ansprechen. Ich glaube, dass die Frage kommt, sagt schon vieles. Und da will ich mich nicht großartig anbeteiligen. Sie kriegen mit, es geht vor allen Dingen um die Schiedsrichter. Wie bewerten Sie die Situation? Sind Sie zufrieden oder können Sie das nachvollziehen nach dem Spiel, dass es darum Kritik gibt? Es hört sich jetzt so an, als ob alle Entscheidungen pro Göpping gefallen wären, alles gegen Erlangen. Also ich glaube, man sollte dieses Spiel in Ruhe analysieren, dann wird man auch zu einer Entscheidung kommen. Ja, und ich will mich daran noch nicht beteiligen. Ich glaube, man hat im Spiel durchaus auch gesehen, wo Unzufriedenheiten auch dann da waren. Natürlich ist es für uns jetzt einfacher, weil wir das Spiel gewonnen haben. Aber ich sah in keinster Weise irgendeine Benachteiligung oder eine Bevorteilung von irgendeiner Mannschaft. Adli, neben der vielleicht oder mit Sicherheit geringeren Erfahrung deiner Mannschaft, die sich dann ja leider auch bei vergebenen klaren Torchancen geäußert hat, war vielleicht auch die körperliche Überlegenheit des Gegners dann
mit, also ein Faktor, nachdem die Kreisläufer durch ihre körperliche Überlegenheit ja schwer in den Griff zu bekommen waren? Ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht haben. Wir haben, wo wir wechseln mussten und haben versucht, Nico und Peter Pausen zu geben in dem ersten Halbzeit, mussten wir ein bisschen offensiver verteidigen mit Hassan und Nico teilweise da im Zentrum. Da haben wir zu viele einfache Tore über den Kreis bekommen, wo Göppingen das sehr gut auf den Punkt gespielt hat und Cosina uns da 3-4 Mal gestraft hat. Aber wo dann beide, Peter und Jan, natürlich raus waren, war es schwierig für Hassan und Nico über die ganze Distanz, drittes Spiel in 6 oder 7 Tagen, dann halt den Innenblock schwerste Arbeit zu leisten, über 6 Minuten. Da vielleicht war es auch an Kraft, aber ich glaube, wenn man die Ergebnisse sieht, 25 Tore, das ist nicht unbedingt die Abwehr, die Situation war, sondern eher, dass wir da ja, ein paar Mal einfach an Prost gescheitert oder an Pfosten gescheitert sind. In Situationen, wo wir heute die Big Points oder die Big Momente, die wir halt hatten, haben wir gute Chancen rausgespielt, aber die Sachen leider nicht reingemacht. Geht es schon wieder los mit dem Verletzungspech? Es sind ja einige Spiele angeschlagen. Wie wir wissen, neben Schröder hat sich das dann auch substanzmäßig plus rote Karten dann eben in der Phase dann auch stark bemerkbar gemacht. Wir haben mittlerweile wenige Verletzte. Also wir haben nur den Schröder momentan verletzt und Hassan ist angeschlagen. Alle anderen Spieler sind fit. Da waren halt zwei, die heute ein bisschen mit Verhärtungen, wo wir versucht haben, nicht zu, aber das sind normale Sachen. Das war nicht, würde ich nicht sagen, dass wir jetzt großartige Pech mit den Verletzungen haben, außer die Sachen mit Schröder aus der Vorbereitung. Jetzt mit Hassan wird man sehen, wie das lange bei ihm geht. Das war Pech, ist richtig. Aber mit einer Verletzung kann man ja durchaus leben und auch mit unserer breiten Kader das können kompensieren. Herr Meierhofer, Sie haben nach der roten Karte von Sliskovic eine Auszeit genommen. Wie intensiv haben Sie, oder was haben Sie Ihrer Mannschaft gesagt, Ruhe bewahren aufgrund der Erfahrung, oder haben Sie versucht, hier da stärker einzuwirken? Genau, das ist der Punkt. Sliskovic ist natürlich für uns ein sehr eminent wichtiger Spieler, der viel Erfahrung mitbringt vorne, der aber natürlich auch im Abwehr-Innenblock im Zentrum steht. Und entsprechend war es dann auch eine Phase, wo wir vorne eigentlich gar nicht mal so schlecht agiert haben, aber die Chancen nicht gemacht haben und wo die Gefahr da war, dass Erlangen natürlich wegzieht. Und da war es wichtig und das ist etwas, wo ich wirklich der Mannschaft ein großes Kompliment machen muss, klaren Kopf zu bewahren und wirklich sehr strukturiert weiterzuspielen, an die Chance zu glauben und das hat die Mannschaft super gemacht. Entsprechend haben wir das Spiel auch dann relativ schnell gedreht. Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen und wünsche unseren Gästen noch eine gute Heimreise. Dankeschön.